Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead Rising Deluxe Remastered. Wie man an meiner Stimme unschwer erkennen kann, bin ich krank, aber ich brauche die Kohle, deswegen geht es weiter. Nicht wahr, Greg? Greg will gar nicht mit mir reden. Otis? Dass ich in meinem Alter noch so ein Abenteuer erleben darf. Ich krieg heute Nacht garantiert kein Auge zu. Das glaube ich dir, Otis. Ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, bewerten, kommentieren. Denn ihr wisst ja, eure Kommentare, eure Bewertungen sind super, super wichtig. Ich bin eh überrascht, dass ich so lange durchgehalten habe. Mein Sohn hat ja schon letzte Woche Dienstag losgelegt. Und normalerweise bin ich ein, zwei Tage später auch damit verseucht. Aber ich habe durchgehalten bis Sonntag. Und dann hat es mich voll weggehauen. So ist das eben nun mal, ne? Wie er da steht und sich auch am Unterarm kratzt. Ach, diese Zombies hier, die waren so menschlich. So, alle tot. Gut, dann ziehen wir mal wieder los. Die Foto-Challenge und Schatten. Der North Plaza. Müssen wir unbedingt machen. Boah, ich bin so froh, wenn wir mal ein bisschen gelevelt sind, weil wir halt echt ultra wacky unterwegs sind. Bams. Ah, die Foto-Challenge ist so ätzend. Die war schon im Original super ätzend. Alter, muss das sein? Müsst ihr alle so ultra nervig sein? Ja, heute nur eine kurze Folge. Denn meine Stimme, die ist grauenhaft. Grauenhaft sexy, würden einige sagen. Und ich muss die ganze Zeit was trinken, sonst kacke ich komplett ab. So, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Oh, wie süß, sie stolpern. Ich muss mich doch ein bisschen ausstatten, Freunde. Erstmal schön zwischen die Beine geknüppelt. Aber die Alte weiß, wie man mit einem Knüppel umgeht. Oh, geil. Ganzen Kuchen reingefegt. Ah, die Knarre ist eigentlich auch durch, ne? Irgendwo ein Zombie, den ich wegballern kann. What? Wo sind die alle hin? Auf einmal sind die ganzen Zombies irgendwie weg. Da oben standen noch super viele. So, wir müssen wohin? Hier oben ist die 1, das heißt, wir müssen hier durch und hier rein. Ah, wir müssen raus, das ist ein ätzender Weg. Knarren wäre noch ganz gut. Schnappen wir uns noch von den Bullen hier drüben. Danke, Bro. Ah, eine reicht. Shotgun müsste ich mal holen, ne? Das wäre auch ganz clever gewesen. Voll mies, dass die immer wieder spawnen. Ich frag mich, warum ist das so? Gibt's da irgendwie eine logische Erklärung dahinter, warum die immer wieder spawnen? Wenn ja, schreibt's gerne mal in die Kommentare, ich bin neugierig. Ich weiß es nicht. Weil wir haben die ja getötet. Eindeutig getötet. Whams. Der Eingang ist immer ätzend, weil hier so viele rumlungern. Sieht aus, als hätten sie es zur North Plaza geschafft. Da gibt's einen Supermarkt, ein Waffengeschäft, ein Entschuldigung. Perfekt. Otis? Wenn du willst, ne, kannst du gerne weiterreden. Fokus, nice. Das ist sehr, sehr nice. Okay, Otis ist jetzt beleidigt und ruft nie wieder an, oder was? Slice and dice, meine Freunde. Oh, hier bin ich viel mit dem Skateboard rumgefahren.
ja. Irgendwas Geiles hier drin. Tschüss. Shit. Scheit. So, wo ist denn das hier, Schatten der Nordblase? Boah, hier sind viele. Warum sind eigentlich hier so viele Menschen? Das ist ja ein Bereich, wo eigentlich nichts ist, ne? Also keine Leben. Hier wurde ja renoviert. Trotzdem sind hier mit unter anderem die meisten Menschen. Das ergibt voll wenig Sinn. Bitte, tu mir nichts! Alles gut, Bruder, alles gut. Bitte! Sehr gut. Hier drüben! Ja, bleib doch mal stehen. Alter, ich kann nicht mit dir reden. Bitte. Ganz ruhig, Mann. Sieh mich an. Sehe ich für dich wie ein Zombie aus? Gehörst du zu den Guten? Glaub schon. Sprach er und halbierte einen Zombie. Komm, ich bring dich wohin, wo es immerhin sicher ist. Danke, aber ich fürchte, da macht mein Bein nicht mit. Wieso? Was ist damit? Mich hat im Supermarkt einer versucht umzubringen. Ich wollte bloß was zu essen. Er meinte, ich würde plündern und er müsste mich bestrafen. Da hat er echt komplett einen an der Waffe. Ich werde dich nicht hier lassen. Wenn du nicht laufen kannst, helfe ich dir. Wirklich? Das würdest du für mich tun? Oh, wie nett. Danke. Alright. Jetzt wird's ätzend. Ist richtig nervig. Wir haben die Hinweise bekommen für den Supermarkt. Am besten durchlaufen, weil das andere kotzt nur ab. Achtung. So. Trust me, I know what I do, my friend. Der Messerladen in der North Plaza hat jede Menge Jagdmesser und Katanas. Das klingt sexy, muss ich mal hin, ha? Huh? So, wir bringen jetzt erstmal den hier weg. Und dann müssen wir uns unbedingt den Supermarkt angucken. Grocery. Am besten auch hier am Rand gehen, dann triggert man die Häftlinge nicht. Also ja, ich hoffe, morgen ist meine Stimme schon wieder besser. Aber heute... Katastrophe. Deswegen rede ich heute auch nicht so viel und eher ein bisschen ruhig. Oh nee, jetzt haben die mich gespottet, glaube ich. Alter, wir kommen gut durch. Ja, bitte eine Erklärung für die Sträflinge in die Kommentare schreiben. Ich bin neugierig, sehr, sehr neugierig. So, nochmal hier durch. Like a pro, baby. Der Verrückte im Supermarkt ist auch ein echt cooler Psycho. Die waren eigentlich alle ganz cool, aber der Liebling von mir ist dieser Kaufhauskopf. Wie gesagt, einfach die Klappe halten. Es wird auch heute nur eine kurze Folge. Nur damit die Leute wissen, das ist nicht abgebrochen, es geht weiter, aber na, ist halt so. Kleines Kind schleppt alles an Krankheiten ein. Damit musst du leben. Bleib du bitte hier draußen. Auf geht's!
Ja! Hilfe! Ja, ja, ja. Entschuldigung. Weil die Leute kriegen ja immer Panik, wenn was ein, zwei Tage nicht kommt, dann denken die, oh, ist vorbei, guck ich woanders jetzt, sorry, Keys, du Hund. Der Weg hierher war ganz schön, wie soll ich sagen, weit? Zombies, mein Gott, wie ist sowas möglich? Ja, stimmt, da kommt ja dann der Doktor rein. So, wir können jetzt eigentlich noch einmal raus. North Plaza hier. Da müssen wir hin. That's the way, my friend. Let's go. Leider hält das Katana nicht sonderlich viel aus, ne? Es geht schnell kaputt. Aber es ist mit einer der geilsten Waffen. Es ist schnell, tödlich. Ist auch sehr gut gegen Psychos. Ah, muss man einfach lieben, das Ding. Deswegen hole ich es mir auch immer wieder. Pflicht, Alter, Pflicht. Boah, wie schnell die aber auch zukrapschen, die Viecher. Alter. Irgendwie witzig, wenn man hier reingeht, sind plötzlich alle weg gewesen, ne? Ah, als würden die hier... Das war aber im Original auch so. Ja, die despawnen hier oben. Wieso auch immer. Keine Ahnung warum. War beim Original auch so. Gut. Kurz was trinken. Scheiße! Und dann, genau, Frank. Rein in die Kacke. Das sind ja auch wieder dieselben Häftlinge. Ist ja nicht mal so, dass da irgendwie andere Häftlinge denen ihr Platz übernehmen. Sondern es sind dieselben halt nochmal, ne? Entschuldigung. So, wir müssen uns beeilen. Hunting Shack. Ah. Ne, wir gehen straight in den Supermarkt. Einfach durchziehen. Die Rolle ist schon so wichtig. Hier kannst du halt voll gut skaten. Einmal rein, CD laden.
Und da ist er. Let's go inside. Ist der schon hier drin oder erst mit einem Call? Schwören könnte, er wäre hier schon drin. Oh. So. Apothekenschlüssel benötigt. Ah, stimmt. Der hat ja den im Einkaufswagen. Ja, müssen wir wirklich auf die Monitore gucken? Stimmt. Ey, es ist halt alles schon wieder ewig hier. Ich spiele 1000 Spiele durch. Stimmt, da sind auch die ganzen Zombies nicht da. Foto-Challenge ist das Einzige, was ich im Moment offen habe. Sonst gibt es hier, glaube ich, im Moment wirklich nichts zu tun. Das ist so eine kurze Phase, wo du wirklich ein bisschen dir die Gegend angucken kannst. Ripper's Blade, da gibt es auch geile Waffen. Oh, gab's ja den Mohawk. Oder gab's den überhaupt hier in dem Teil? Ich weiß gar nicht mehr. Schwert. Katana. What? Muss ich das Glas weghauen? Perfekt. Dankeschön. Schwert ist auch richtig witzig. Schaut euch das Ding an. Es geht durch, ne? Das geht richtig durch. Gut, wir müssen hier durch. Oh. No. Blöde Sau. Gehen wir doch nur den Wagen holen. Und los geht's. Was? So wenig hält der aus? Ich hab gedacht, der ist ein bisschen stabil. Jetzt habe ich ein Schwert dafür liegen lassen. Weil wirklich viele Schwertorte gibt es nicht. Stimmt, der Psycho im Supermarkt war Teil der Hauptstory. Da müssen wir wirklich jetzt... Jemand hier? Hallo? Die Monitornummer als nächstes machen. Wie spät ist denn? Oh, ist gleich soweit. Alter, seid ihr nervig, ihr Mistviecher. Ja, dauert nicht mehr lange. Bis wir da sind, ist es eigentlich schon soweit fast. Wird auch schon wieder hell, was ganz nice ist. Ich mag Spiele beim Dunkeln nicht so gern. Dann gehen wir in die nächste Fallakte rein. Ja, es sind dieselben Typen nochmal, ne?
Wow. Alter, ich trödel hier rum und geh fast drauf. So, noch ein Stündchen. Ich hoffe, die machen noch ein Remastered vom zweiten. Ich habe voll Bock, den zweiten nochmal zu spielen. Es gab auf der Xbox 360, ich weiß gar nicht, gab es ja auch auf der PlayStation 3, da gab es diese Arcade-Games. Es waren so zwei Spiele von Dead Rising, die gingen ungefähr so 2 Stunden. Die einmal die Vorgeschichte, also zwischen 1 und 2 beleuchtet haben. Das andere war das danach, ich weiß es gar nicht mehr. Das war eigentlich ziemlich cool. Uhr. Na komm, dann holen wir uns noch hier die Läden. Nope. Dankeschön. Na gut. Rein mit uns. Wir sind halt ziemlich schnell, ne? Weil das ist eigentlich dafür so ein bisschen da, um aufzuholen für die Psychos und für die Knastis und so weiter. Aber ich glaube, es geht wirklich erst Punkt 6 Uhr los. Da gibt es, glaube ich, keine genaue Frist, ne? Perfekt. Das sieht nicht gut aus. Werden Sie aus all dem schlau? Bevor das alles losging, rief jemand an und bestellte Dr. Barnaby zur Mall. Habt mitgehört, was? Und der Typ da war der Anrufer? Die haben was mit den Zombies zu tun, oder? Wegen der beiden sind wir hier. Und wenn er mit Barnaby entkommt, können wir unsere Antworten vergessen. So, der nächste Fall beginnt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Tut mir leid, ich bin nicht so geladen wie sonst. Wie gesagt, krank. Aber das Let's Play geht weiter, alles geht weiter. Muss mich nur ein bisschen auskurieren. Bis zum nächsten Mal, bewerten, kommentieren, auf Wiedersehen und tschüss. Was für ein zartes Tschüss, aber mehr ist nicht drin.